Jo, meine Freunde, was geht? Und wir reagieren heute auf die 10 schockierendsten TV-Momente, die zu weit gingen. Die 10 schockierendsten TV-Momente, die zu weit gingen. Ja, die 10 schockierendsten TV-Momente, die zu weit gehen. Ich bin sehr gespannt, was da alles so dabei ist. Abonniert den Channel gern kostenlos. Lasst doch unbedingt gerne einen Daumen hoch und schaut doch gerne auf Instagram und TikTok bei. Wir starten direkt los und los geht's. Auch wenn jede Sekunde im Fernsehen minutiös geplant und exakt kontrolliert wird, kommt es immer wieder zu Fernsehmomenten, die so nicht geplant waren und die einen einfach nur schockieren. In diesem Video präsentieren wir euch daher 10 schockierende TV-Momente, die einfach nur viel zu weit gingen. Mit dabei sind Naturkatastrophen, die während Live-Sendungen stattfanden, Prominente, die sich komplett... Stopp, Mann, inwiefern geht das zu weit, wenn eine Naturkatastrophe abgeht? Ich meine, das kannst du nicht hervorsehen. ...daneben benommen haben und sogar bewaffnete Überfälle auf Fernsehstudios, die sich eigentlich gerade in einer Live-Schalte befanden. Also extrem spannend, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns doch mal in die Kommentare, was das Krasseste war, das ihr jemals im Fernsehen gesehen habt. Wir sind gespannt. Fernsehen kenne ich nicht, ich höre nur Radio. Für die Nummer 10 reisen wir direkt ins Jahr 1989 zurück. Also schon 30 Jahre zurück. In diesem Jahr wurde nämlich eine der verheerendsten Naturkatastrophen aller Zeiten in San Francisco festgehalten. Erdbeben. Und das, obwohl niemand damit gerechnet hatte. Die Bilder aus dieser Live-Übertragung waren nämlich eigentlich für ein Baseballspiel der amerikanischen World Series gedacht. Was jedoch nach wenigen Minuten des Spiels geschah, versetzte Millionen von Zuschauern in Angst und Schrecken. Genau während des Spiels wurde San Francisco nämlich von einem kurzen, aber heftigen Erdbeben der Stärke 6,9 erfasst. Innerhalb von Sekunden wurde die gesamte Stadt ins Chaos gestürzt und unzählige Gebäude zerstört. Ich will gar nicht wissen, wie die Leute im Stadion, ob denen was passiert ist oder so. Ich hoffe, man erfährt das noch. Das Baseballstadion war davon betroffen, was letzten Endes dazu führte, dass erstmals in der langen TV-Geschichte der USA eine Naturkatastrophe diesen Ausmaßes live im Fernsehen übertragen wurde. Ja, mehr oder weniger live Auf gesehen der Nummer 9 hat, nee, machen nicht wir viel. Weiter mit einem zum Glück weniger zerstörerischen, dafür aber extrem abgefahrenen Moment, der sich vor einiger Zeit in der britischen Version von X-Factor abspielte. Und zwar dank einer 33-jährigen Kandidatin, die eine Version von Britney Spears Welthit Till the World Ends singen wollte. Dafür kam die Kandidatin nicht nur mit einer Frisur, die der von Britney Spears extrem ähnelte, sondern auch in einem sehr knappen Outfit auf die Bühne, das man sonst nur aus den Musikvideos der amerikanischen Sängerin kennt. Wer jetzt allerdings denkt, dass es sich hier um eine 1A-Performance im Stil von Britney Spears handelt, der täuscht sich gewaltig. Vielmehr schockte die Kandidatin so ziemlich jeden Zuschauer vor den TV-Geräten als auch im Studio selbst. Und auch wenn viele diesen Auftritt extrem unterhaltsam fanden, so musste die Jury letztlich doch relativ bestimmt sagen, dass diese Kandidatin nicht unbedingt das ist, was sie bei X-Factor suchen. Weiter geht's mit einem kann, Moment, ist natürlich ein Problem. Der 2012 die komplette österreichische Öffentlichkeit... Oh, ich war schon, das war sicher dieser, Hansel oder so? Nein, irgendwas im Wolf. Ich glaube, das... In Atem hielt. Genau. Und das, weil ein berühmter deutscher Rapper sich vor laufenden TV-Kameras extrem daneben benommen hatte. Die Rede ist dabei von niemand Geringerem als Sido, der damals Jurymitglied in der Castingshow Chili war, bei der es darum Chili? Ging, neue musikalische Talente also zu finden. Chili? Während sich Sido in seiner Position als Jurymitglied dabei oder? Immer tadellos verhielt, kam es nach einer Ausstrahlung jedoch zu einem Moment, der danach heiß diskutiert wurde. Und Hansen. Zwar gerät der Berliner Rapper in eine Diskussion mit dem Moderator der Sendung Dominik Heinzel. Nach einigen Wortgefechten und harten Beleidigungen von Sido gegen Heinzels Mutter kam es dann... Warum seine Mutter? Ich meine, was hat die denn damit zu tun? ...jedoch zum Eklat. Ohne Vorankündigung schlug Sido Heinzel ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden ging. Da die TV-Kameras alles mitgefilmt hatten und Sido dadurch ziemlich blöd dastand, blieb dem Sender nichts anderes übrig, als sich von seinem prominenten Jurymitglied zu trennen.
Auf der Nummer 7 kommen wir zu einem heftigen Streit, der sich 2006 auf der größten Bühne des Sports abgespielt hat und von Millionen von Menschen live im TV gesehen wurde. Damals spielten bei der Fußball-WM im Viertelfinale Deutschland und Argentinien um einen der begehrten Halbfinalplätze. Elfmeter. Nachdem das Spiel nach einem... Ich glaube, ist es nicht das, wo jeder irgendwie ausgerutscht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Da hat sie so... Nein, das war Italien. Dramatischen und heute legendären Elfmeterschießen zugunsten der DFB-Elf ausfiel und die Mannschaft eigentlich mit den zehntausenden Fans im Olympiastadion feiern wollte, kam es jedoch zum Skandal. Ohne jegliche Vorwarnung zettelte die argentinische Mannschaft eine Massenschlägerei an, bei der es zu tumultartigen Szenen kam. Dabei wurde nicht nur der Manager der deutschen Nationalmannschaft Oliver Bierhoff im Gesicht getroffen, Thorsten Frings verteidigte sich sogar so stark, dass er einen Argentinier ebenfalls gefährlich traf und deshalb für den Rest des Turniers gesperrt wurde. Boah, als nächstes, what the fuck? Da geht's ja zu wie beim Wrestling. Ich kann mich an die WM zwar noch erinnern, aber also nicht mehr erinnern, so, weil das einfach nicht meine Zeit war. Aber Halleluja Rugby beim AM für Achtelfinale. Halleluja. Jetzt kommen wir zu einer kuriosen Protestaktion, die vor einiger Zeit im spanischen Fernsehen viral ging. Und zwar wollte ein Model live im TV ein Zeichen für Gleichberechtigung setzen und dafür sorgen, dass Nacktheit bei Frauen genauso akzeptiert wird wie bei Männern. Oh nein. Aus diesem Grund zog sie sich mitten während einer Talkshow aus und bedeckte nur noch das Nötigste von ihrem Körper. Wenn man jetzt jedoch denkt, dass diese Aktion alle Beteiligten im Studio komplett aus der Fassung brachte, sollte man lieber zweimal hinschauen. Denn tatsächlich scheint die... Schaut euch mal diesen gelangweilten Blick. Nicht mal erstaunt oder so von dem Moderator. Er guckt, wie wenn das Malste ist auf der Welt. Protest weder den Moderator noch die anderen... Diskutieren einfach weiter. ...zu stören und sie setzen die Show ganz normal fort. Allerdings das kann ich mir vorstellen. Wurde die Aktion danach vor allem im Internet sehr stark diskutiert, da sie die Grenzen des spanischen Fernsehens neu auslotete. Auf der Nummer 5 kommt es zu einem Auftritt aus den 80ern, über den einer der bekanntesten Musiker Deutschlands bis heute nur beschämt lachen Campino. Kann. Die Rede ist von Campino, dem Sänger der Toten Hosen, die vor allem in ihren jungen Jahren für ihre ausschweifenden Partys bekannt war. Ach, nicht nur damals. Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren ist er doch in ein Freibad eingebrochen oder so. Also da kann es wahrscheinlich heute noch. Aus diesem Grund waren viele nicht verwundert, als Campino 89 offensichtlich schwer alkoholisiert in einer Talkshow für einen handfesten Skandal sorgte. Da ihn die Gesprächsthemen offenbar extrem langweilten, ließ er es sich nicht nehmen, sich das Mikrofon zu schnappen und seiner Langeweile Luft zu machen. Na, da drüben, da sind zwei Mutige, die wollen auf Seite 1, dann zieht euch jetzt aus! Sofort! Ey... Das reicht nicht mal für den Sportteil, du Arschgesicht. Zu allem Überfluss schien Campino an diesem Abend außerdem mehr getrunken zu haben, als er eigentlich verträgt, was dazu führte, dass er noch während der Show bewusstlos wurde. Als nächstes kommen wir zu einem Clip, hat der sich die Sendung zeigt, schön dass politische Debatten im Fernsehen nicht immer zivilisiert verlaufen müssen. 2014 diskutierten nämlich die beiden Journalisten Shaka Al-Johari und Mohamed Al-Yayusi sehr leidenschaftlich über mögliche Lösungen für den schrecklichen Konflikt in Syrien. Die beiden kamen allerdings nicht unbedingt auf denselben Nenner, weshalb die Situation binnen kürzester Zeit extrem eskalierte. Wer zwei also Journalisten. Glaubt, dass politische Debatten zwischen renommierten Journalisten immer sollte seine Meinung wohl nochmal überdenken. Warum? Auf der Nummer 3 kommen wir zur britischen Fernsehshow Debate Your Fate, bei der die beiden Hosts Sean Klitzner und Samantha Schacher seit 2014 über gesellschaftliche Themen diskutieren. Im Vergleich zu anderen Talkshows gibt es bei Debate Your Fate allerdings nach jeder Diskussion einen Gewinner, der ein Glücksrad mit Bestrafungen drehen darf. In einer der ersten Folgen aus dem Jahr 2014 kam es daher zu diesem Moment, der in den Augen vieler viel zu weit ging. Oh mein Gott, ich lift ihn ab, Sean! Ow! This is a wedgie! Was habe ich da? Ah ja! Der Begriff Unterhosen raufzieher bekommt eine ganz andere Bedeutung. Platz 1 und damit einem wirklich spektakulären TV-Moment kommen, haben wir auf der Nummer 2 noch einen traurigen Moment aus dem deutschen Fernsehen, der die deutsche Fernsehlandschaft 2010 auf tragische Weise für immer veränderte.
In diesem Jahr trat nämlich ein junger Mann namens Samuel Koch bei Wetten, dass mit einer spektakulären Wette an, die ihn letzten Endes fast das Leben kostete. Er versuchte nämlich in Sprungfederschuhen mit einem Salto über ihm entgegenkommende Autos zu springen. Der Unfall, der dann jedoch geschah, ist vermutlich jedem bekannt und sorgte dafür, dass Samuel Koch eine Querschnittslähmung. Das Traurige war ja auch dran, ich glaube in dem Auto, das ihn erfasst hat, war sein Vater drin oder so. Das ist natürlich noch bitterer. Wenn es ein wildfremdes, ja gut, kann passieren, aber wenn ihn dein eigener Vater so trifft, dass er dann querschnittsgelähmt ist, das ist echt, da bist du wahrscheinlich lang dran. Erfuhr. Wenn es überhaupt. Bis heute ist Koch daher auf den Rollstuhl angewiesen. Die Augen sind voll. Sein Leben komplett neu organisieren. Für viele war dieser Unfall ein großer Schock, da sie nicht fassen konnten, wie das ZDF einen solch gefährlichen Stunt überhaupt erlauben konnte. Ja, das war ja auch dann der Grund, warum Thomas Gottschalk dann irgendwie aufgehört hat nach ein paar Monaten und dann halt das noch einmal probiert wurde mit Markus Lanz, dass auch nichts wurde und dann die Sendung leider eingestellt wurde. Ja, das Reunion war ja, aber das hat sich, glaube ich, auch kein Schwein mehr angeguckt. Ja, es hat ein bisschen alles verändert und das hat man dann auch gemerkt. Zu guter Letzt kommen wir nun auf der Nummer 1 zu einem Moment, der 1987 Millionen Fernsehzuschauer in den USA in Atem hielt. Von jetzt. Damals passierte nämlich Folgendes. We have someone on the set who's standing here and would like me to read... To read this copy, which was just handed to me. In dieser Live-Übertragung sah man, wie ein bewaffneter Mann sich von hinten an den Moderator David Horowitz heranschleicht und ihn dazu zwingt, etwas vorzulesen. Als ob dies jedoch noch nicht verrückt genug gewesen wäre. Ich meine, ich will nicht sagen, man hätte dann das perfekte Täterbild, weil das echt eine schlechte Qualität ist, aber welche Eier oder wie behindert muss man eigentlich sein, in eine Live-Sendung zu gehen als Dieb? Und den dann, jeder hat ihn gesehen, halb Amerika hat ihn gesehen, oder besser gesagt, jeder, der sich die Sendung angeguckt hat, hat ihn gesehen. Und, warum macht er das? Wurde alles noch schräger, als Horowitz das Statement schließlich vorlas. Auf dem Zettel stand nämlich, dass der bewaffnete Eindringling der ganzen Welt mitteilen wollte, dass er eigentlich ein von der CIA gezeugter Klon sei, der einer großen Verschwörung auf der Spur ist. Nachdem Horowitz diese Absurdität vorgelesen hatte, legte der Eindringling die Waffe auf Seite und sagte, dass es sich nur um eine Spielzeugpistole handeln würde. Dies rettete ihn jedoch nicht davor, sofort nach der Aktion festgenommen und von der Polizei abgeführt zu werden. Und das war's auch schon mit unserem Video. Was hatte sich dabei gedacht? 10 unfassbaren TV-Momenten, die viel zu weit gingen. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, welchen davon ihr... Jetzt nachträglich natürlich jetzt nicht mehr einen Raubüberfall. Ich meine, es ist zwar eine kuriose Geschichte, aber es war ja in dem Fall kein Raubüberfall. Es war halt so eine Drohung oder so. Aber es ist schon ein bisschen weird, muss man sagen. Ich meine, ja, was fandet ihr am schlimmsten, schrecklichsten? Ich fand es ehrlich gesagt teilweise sehr lustig. Also abonniert unseren Channel gern für mehr funny Sachen. Vorhin kam auch schon Breaking Point hoffentlich. Also schaut auch gern vorbei, abonniert den Channel gern. Lasst gerne ein Däumchen oben da und schaut unbedingt gerne auf TikTok vorbei. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und ciao.